Einen wunderschönen, meine Lieben, und herzlich willkommen zum ersten Q&A auf diesem Kanal. Ich habe euch auf Instagram gebeten, mir Fragen zu stellen, und diese werde ich jetzt beantworten. Gleich vorweg, ich werde nicht alle Fragen beantworten. Zum einen waren viele Fragen doppelt, andere waren einfach zu privat und gehen niemandem was an, und andere waren einfach dämlich. Und ein paar habe ich auch schon beantwortet in meinem Faktenvideo auf TikTok. Das werde ich unten mal in der Box verlinken. Ich habe auch gebeten, euren TikTok-Namen dazu zu schreiben, wenn ihr erwähnt werden wollt, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Bei Fragen, die doppelt waren, werde ich aber nur den Namen nennen, von dem, der die Frage zuerst gestellt hat, weil ansonsten wird das alles zu viel. Das ganze Video ist auf zwei Teile aufgeteilt, weil ich habe mir jetzt 30 Fragen rausgesucht und die jetzt alle in ein Video reinzubatzen, wäre einfach zu viel. Ich hätte natürlich jetzt die Fragen auch einfach schnöde runter erzählen können, aber ein bisschen Spaß muss ja auch dabei sein, nicht wahr? Bin ja ein Gaudi-Bursch, wisst ihr es ja, ey. Na dann, Freunde, legen wir los. Die erste Frage und mit Sicherheit eine der meistgestellten kam von KXMson. Wie bist du darauf gekommen, TikTok zu machen? Wie ich auf die App gekommen bin, ist eigentlich relativ einfach, und zwar über eine YouTube-Werbung mit diesem komischen tanzenden Alien. Ich habe nicht so ganz verstanden, was diese App sein soll, habe sie mir deswegen runtergeladen, und halt einen Monat lang war ich dann ungefähr stiller Zuschauer, bis meine Schwester dann einen Sound gefunden hat, wo wir uns beide kaputt gelacht haben. Und ich meine wirklich sehr, sehr lange kaputt gelacht haben. Und als Spaß für meine Schwester habe ich diesen Sound halt danach gemacht. Kam nicht schlecht an, gleich das erste Video eigentlich, und dann habe ich halt weitergemacht damit. Die nächste Frage kommt von Lama-Mädchen, schräger Ehrenmädchen. Wann warst du das erste Mal so richtig aktiv auf Social Media? Und auch hier, ja, so knapp vor einem Jahr, als ich mir TikTok runtergeladen habe. Dazu kam dann auch Instagram und Snapchat und YouTube und neuerdings jetzt auch Twitch und Discord und schieß mich tot. Ich bin selbstständiger Fotograf und habe natürlich auch eine Social Media Seite für meine Firma. Da war ich allerdings nie so wirklich aktiv, weil es einfach nichts bringt. Also man bekommt da wirklich sehr wenig Aufmerksamkeit, ohne dafür zu bezahlen. Die nächste Frage ist von Clarissa_12_: Kannst du öfter live kommen? Ich bin jeden zweiten Tag live auf Twitch. Scheiß, feige, Fotzen, Camper, Scheißrunde, die ich je gespielt habe. Ohne Witz. Was ist denn das für ein feiger Arschlochverein? Mach doch die Scheißtür wieder zu, bist du in der U-Bahn aufgewachsen, du Trottel. Alter, den Popschutz konnte ich in die Wäsche schmeißen. Claymore! Ich weiß nicht warum, das spricht sich einfach nicht rum. Ich mache ja zum Beispiel auch YouTube-Let's Plays und viele schreiben mir dann, was weiß ich, bei meinem 35. Video, was, du machst YouTube? Ja, mache ich. Ich poste YouTube-Videos auf TikTok, ich poste sie auf Instagram. Ich schreibe jedes Mal in meine Story, wenn ich live gehe, auf Twitch, wie gesagt, jeden zweiten Tag. Ich weiß nicht, es wird einfach anscheinend nicht so wahrgenommen, was ich noch alles mache außer TikTok. Auf TikTok gehe ich persönlich nicht so gern live, weil man halt nicht so viele Möglichkeiten hat. Da hat man auf Twitch natürlich schon um einiges mehr. Nichtsdestotrotz, wenn ihr kein Live mehr verpassen wollt, checkt mal meinen Twitch-Kanal aus, ist unten verlinkt. Hyrox Sounds fragt, wie bist du auf TikTok bekannt geworden? Das habe ich auch schon mal irgendwo erzählt, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau. Ich habe allerdings ein Video dazu auf YouTube gemacht, wie auch ihr bekannter werden könnt auf TikTok. Das werde ich euch jetzt hier oben mal verlinken. Checkt dieses Video bitte aus, da gebe ich euch wirklich nützliche Tipps, wie ihr mehr Zuschauer bekommen könnt. Bei mir selber war es einfach so, ich habe halt eigene Sounds gemacht und diese eigenen Sounds kamen gut an. Nicht zuletzt dann natürlich die Alexa-Story, die der Durchbruch war, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, man ist auf TikTok am erfolgreichsten, wenn man halt einfach was anderes macht als alle anderen, weil dann bleibt ja da auch nichts anderes übrig, als der Person zu folgen. So habe ich es bisher gemacht und so werde ich es auch weiterhin machen, weil bisher kam es ja ganz gut an. Danke dafür, Leute. Theresa Marie Ploma fragt, wann hast du mit TikTok angefangen? Die Frage habe ich eigentlich mit der ersten Frage schon so ungefähr beantwortet. Circa etwas über ein Jahr. Ich glaube, September 2018 habe ich es das erste Mal genutzt, aber wie gesagt, dann erst stiller Zuschauer. Wann ich mein erstes TikTok hochgeladen habe, weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Knacks.Julian fragt, was hältst du von Fortnite-TikTok-Videos? Die Frage möchte ich gerne von einem geschätzten TikTok-Kollegen beantworten lassen. Fortnite-Dancing-Videos are not content. Nothing about them is interesting. You just take your phone and point it at your TV. You are not creating anything. Ey, ja, sorry, ich spiele selber Fortnite. Ich mag das Spiel gerne. Ich wusste es! Mann, du Scheiße! An dieser Stelle mal kurz Eigenwerbung für meinen Support, The Creator Code Fatmans Group, falls ihr mich kostenlos auf Ehrenbruderbasis supporten wollt. Ich finde allerdings, dass die Fortnite-Videos halt auf TikTok nichts verloren haben. Die kommen nicht besonders gut an. Ich persönlich feiere sie überhaupt nicht. Es ist einfach nur Bildschirm abgefilmt und hochgeladen. Es gehört jetzt nicht viel dazu und wird auch damit abgestraft, dass es halt nicht besonders viel Likes bekommt.
Die nächste Frage ist, wie bist du zu YouTube gekommen? Eigentlich einfache Sache. Irgendwo ist dann TikTok doch mal begrenzt, gerade wie jetzt mit solchen Videos wie hier. Das wären ja auf TikTok 75 Teile. Die haue ich halt dann einfach gerne auf YouTube, genauso wie meine Let's Plays, weil, seien wir uns doch mal ehrlich, du brauchst auf TikTok keine Let's Plays machen. Also für alles, was irgendwie tiefer in die Materie reingeht und wo ich sage, da brauche ich einfach mehr Zeit als diese eine Minute, nutze ich halt einfach andere Social Media Seiten. Und man sieht aber auch an den Aufrufzahlen, TikTok ist da schon besser. Mars NRW fragt, wie läuft dein Weight Watchers Kurs? Test, Test. Besser ist dein TikTok-Account. Der Name da unten, der ist mir jetzt echt zu tricky vorzulesen, hat gefragt, wie bist du darauf gekommen, Fotograf zu werden? Ich habe einfach schon immer gern fotografiert und habe dann irgendwann erkannt, dass meine Fotos anscheinend ein bisschen besser sind als der Durchschnitt und dass ich anscheinend ein gutes Auge für bestimmte Szenen und Bildausschnitte etc. habe. Und das ist für mich persönlich auch zu 90% das Hauptding, was man haben sollte als Fotograf, ein gutes Auge. Ja, und dann habe ich es riskiert und bisher nicht bereut. Chris Chan fragt, können wir mal zusammen Call of Duty zocken? Diese Frage bekomme ich unfassbar oft. Also ich glaube schon weit über 300 Leute haben mich gefragt, können wir mal Call oder Fortnite zocken? Mit ein paar Leuten habe ich auch schon gezockt. Ich kann aber nicht mit 300 Leuten zocken, ist klar. Muss auch sagen, dass ich dazu keine Lust habe, andauernd mit Leuten zu spielen, die ich nicht kenne, ja. Community Gaming sind geplant. Da wird es feste Zeiten geben. Das Ganze werdet ihr in meiner Insta-Story finden. Bisher steht da aber einfach noch nichts fest. Ihr könnt gerne auf meinen Discord-Channel kommen. Der ist unten in der Infobox verlinkt. Und dann einfach mal mit den anderen Leuten, die da drin sind, kurz schließen. Ich bin da auch des Öfteren drin und wir können alle zusammen mal ein bisschen quatschen. Bisher ist es allerdings so, wer meinen Supporter-Creator-Code von Fortnite verwendet, hat die Chance mit mir zu zocken und wer mich auf Twitch abonniert hat, hat die Chance Call mit mir zu zocken. Es tut mir leid, ich weiß, das ist gemein, aber ich muss das Ganze erstmal etwas eingrenzen. Später, wie gesagt, wird es Community Gamings geben und da kommen dann auch alle dran. Die nächste Frage kommt von Lukas Kutnitsch. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal so richtig groß zu werden? Also das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war ich 1,88 und ich persönlich muss sagen, dass das ja im europäischen Raum eh schon überdurchschnittlich groß ist. Also okay. Nee, Quatsch, ich weiß natürlich, was du meinst und die Frage ist schwer zu beantworten, ohne dass man da jetzt irgendwie arrogant klingen möchte. Es ist halt so, dass in dem letzten Jahr, wo ich mit TikTok angefangen habe, wahnsinnig viel passiert ist. Ich wurde auf Events eingeladen, ich wurde auf Messen eingeladen, ich habe auch schon Interviews gegeben, Autogrammkarten, glaube ich, schon knapp an die 300 verschickt, auf der Straße werde ich öfter angesprochen. Dass wir uns nicht falsch verstehen, ich finde das mega geil. Ich freue mich jedes Mal, wenn mich jemand anspricht und kann das auch überhaupt nicht glauben. Also es ist für, gerade dadurch, dass das Ganze in einem Jahr passiert ist, ist es halt einfach wirklich heftig und man kommt da so mit dem Realisieren gar nicht so wirklich hinterher. So richtig groß zu werden ist natürlich schwer zu sagen, weil, ja, wer kann das sagen? Vielleicht stagniert es, vielleicht bleibe ich bei meinen 400.000 Followern, die ich jetzt habe. Mit denen bin ich auch happy, brauchen wir gar nicht reden. Vielleicht habe ich nächstes Jahr um dieselbe Zeit die Millionen geknackt. Es ist einfach schwer zu sagen. Ich persönlich kann nur sagen, was in diesem einen Jahr passiert ist, ist einfach unglaublich. Ich bin euch mega dankbar dafür. Und ich kann mir jetzt einfach nicht ausmalen, was in 3 Jahren passiert. Sollte es so werden, dass ich größer werde und wirklich ein Influencer werde, ja, ich könnte es mir gut vorstellen. Also mir macht es bis jetzt wahnsinnig viel Spaß. Mir macht das Feedback von den Fans Spaß. Ich komme dazu auch noch bei der nächsten Frage. Das einzige Problem, was ich habe, ich bin ein unfassbar schüchterner Mensch. Das ist wirklich schlimm. Also irgendwie auf einer Bühne stehen vor einer Menschenmenge oder... Ach, es ist ganz, ganz schlimm für mich. Ich arbeite aber daran und ich denke, das ist auch etwas, womit man mit der Zeit wächst. Also ganz ehrlich, so richtig groß werden, ich könnte es mir vorstellen. Ob ich es werde, weiß ich nicht, aber ich würde, glaube ich, damit klarkommen, ja. Heiko Rasiert fragt, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Und mir sagt der Name Heiko Rasiert was. Ich glaube mal, du warst mal auf einer meiner TikTok-Live-Reactions auf YouTube. Da habe ich, glaube ich, deinen Account mal angeschaut. Die Frage habe ich zum Beispiel schon beantwortet in dem Fakten-TikTok-Video, was ich auch unten verlinkt habe. Und dadurch, dass aber so krass viele gefragt haben, möchte ich das jetzt hier auch nochmal schnell sagen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin natürlich nicht der Schlankeste, von dem her wäre Fatman naheliegend. Haus, mein Nachname ist Hausinger, also Fatmans Haus. Wäre eine naheliegende Schlussfolgerung, ist aber nicht so. Ich war früher sehr schlank und hieß da schon Fatmans Haus auf Xbox Live und allem drum und dran. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo dieser Name herkam.
Die nächste Frage ist, bist du immer so lustig? Ich lache mich bei deinen TikTok-Videos fast tot. Zum ersten vielen Dank dafür. Zum zweiten, ich denke, du meinst, ob ich privat auch so lustig bin. Ich würde sagen, ja. Also ich denke, ich bin schon eine lustige Person. Also was ich so von Freunden und Familie höre, kann man schon Spaß haben mit mir, ne? Die letzte Frage kommt von Greta for Life. Und die stellt eigentlich gleich zwei Fragen. How dare you? Zum einen, was macht dir Spaß daran, Videos zu drehen? Und wie kommst du auf deine Ideen? Erst zu dem Thema, wie komme ich auf meine Ideen? Weil das fragen wahnsinnig viele. Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ich zeige euch das mal schnell. Das hier, meine Freunde, ist mein Philosophiersessel. Und jeden Abend setze ich mich 20 Minuten hier hin, schließe meine Augen und überlege mir eine Idee. Nein, ist natürlich totaler Bullshit. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Man schließt sich mal mit anderen kurz. Es kommen auch mal Ideen von anderen Leuten. Film und Fernsehen auf 9gag. Einfach alte Witze, die man halt dann verfilmt. Sachen, die im Alltag passieren. Es gibt jetzt nicht ein Ding, wo ich sage, da hocke ich mich abends eine Stunde hin und gucke Video und dann fällt mir das schon ein. Nee, kann ich wirklich nicht sagen. Und die erste Frage war ja, was macht dir Spaß daran, Videos zu drehen? Ich würde sagen, 98% von TikTok können das nicht nachvollziehen, was in so einem Video von mir stellenweise, ich habe natürlich auch nicht so aufwendige Videos, aber was da Arbeit drin steckt, das ist schon massiv. Und da ist auch schon der springende Punkt, Arbeit. Das Video drehen ist nicht mehr so viel Spaß wie früher, muss man leider sagen. Was allerdings Spaß macht, ist das fertige Produkt zu sehen. Ja? Also da zu arbeiten, Sound und Schnitt, alles machen und dann am Ende wirklich ein Video zu haben, wo man sagt, da ist man zufrieden damit. Und das dauert dann auch nur eine Minute, das müsst ihr euch mal überlegen. Also ich und viele andere TikToker, die ich kenne, arbeiten 2, 3, 4, 5 Stunden an dem Video, was dann in TikTok eine Minute dauert, ja. Manche Tage, das ist wirklich, das ist Arbeit. Aber dann am Ende das Produkt zu sehen, ist natürlich das eine, was sehr toll ist. Der eigentliche Grund, warum ich das mache und warum das viele andere machen, ist einfach euer hammergeiles Feedback, Leute. Ich weiß, das ist jetzt so dieses Klischee-Kitsch-Ding, ja, ich mache das nur wegen euch, aber es ist so, Leute. Kein TikToker ist reich, ja. Wir machen das, weil es einfach cool ist, euer Feedback, eure Likes, wenn ein Video so richtig viral geht und die Kommentare, Nachrichten auf Instagram, dass sie das gefeiert haben, dann siehst du dein Video auf einmal irgendwo ganz woanders, ja. Letztes Mal surfe ich über 9gag und dann war da ein Video von mir. Das ist einfach total geil, ja. Mich schreiben Amerikaner, Inder schreiben mich an wegen Videos. Ja, Leute, wirklich, ganz im Ernst, also zu 98% mache ich Videos einfach wegen einer hammergeilen Community und dafür möchte ich euch echt von Herzen danken. Gay! So, das war der erste Teil. Ich weiß nicht, ob es 15 Fragen waren, weil eine Frage stand doppelt auf meinem Zettel. Allerdings waren die letzte Frage dann ja auch zwei Fragen. Also vielleicht sind es 15, vielleicht sind es 14, ist ja auch egal. Nächste Woche kommen auf jeden Fall die nächsten Fragen dran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte möglichst viele Fragen beantworten. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr noch Fragen habt. Vielleicht mache ich auch noch einen dritten Teil. Da solltet ihr aber vielleicht abwarten, bis der zweite Teil fertig ist, weil vielleicht beantworte ich da ja schon alles. Ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Könnt auch gerne mal meine anderen TikTok-Videos anschauen hier auf YouTube oder meine Let's Plays. Mich würde es freuen. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit.